Schönen guten Tag wünsche ich dir heute. Heute ist der 8. Januar 2023 und für mich und für uns, Alide und für mich, ist es ein besonderer Tag. Heute hat Alide ihren 70. Geburtstag und bald, so der Herr will und wir leben, im August haben wir 50 Jahre gemeinsamen Lebensweg hinter uns. Ich kann nur sagen, dass ich kann dem Herrn nur danken für seine vielen, vielen Bewahrungen, seine Segnungen, die er uns auf diesem Weg geschenkt hat. Der Weg war nicht immer einfach, aber er war immer schön, da wo wir mit dem Herrn und für den Herrn gelebt haben und leben. Ich möchte auf jeden Fall dir auch, Alide, an dieser Stelle, auch wenn es ein bisschen außergewöhnlich ist, einfach danken für all die Jahre, die du auch mir geschenkt hast und unseren Kindern und auch deine sehr hingabungsvolle Aufopferung für die Kinder und für die Familie und auch für so manch anderer Mensch, auch in den Jahren deines Dienstes in der Hauskrankenpflege. Du warst und bist auch dadurch vielen ein Vorbild geworden und möge der Herr dich auch im neuen Lebensjahr dich durchtragen und dir auch immer wieder die Freude und Kraft geben, um deinen Alltag zu bewältigen. Ja, und der Losungstext, ist auch ein ganz interessanter. Da heißt es, erster Sonntag nach Epiphanias, dein Herz soll sich's nicht verdrießen lassen, dass du deinem armen Bruder gibst. 5. Mose 15, Vers 10. Ja, hier wird einfach Mose, das Volk und die Leute, die zum Volk Gottes gehören, daran erinnert, einfach großzügig zu sein. Und vor allem für die, die in Schuld geraten sind, dann auch nach dem 7. Jahr diese Schuld zu erlassen und nicht opportunistisch zu denken und den anderen zu übervorteilen, sondern großzügig zu sein. Denn letzten Endes war ja der Herr und ist der Herr am allergroßzügigsten zu uns, wenn man nur anfängt zu erahnen, was er aufgegeben hat, um uns zu helfen und uns zu erretten und aus der ewigen Verdammnis zu erlösen, dann gibt es keinen Vergleich dazu. Im Lehrtext wird uns auch ein biblisches Prinzip vor Augen geführt, wo es heißt, gebt, so wird euch gegeben. Ganz einfach, in Lukas Kapitel 6, ich glaube, das war Vers 36 oder 38. Gebt, so wird euch gegeben. Auch das ist etwas, was wir über all die Jahre erlebt haben, da wo wir einfach von dem, was uns der Herr anvertraut hat und geschenkt hat, auch weitergegeben haben, dass letzten Endes wurden wir auch da wiederum beschenkt. Das ist und bleibt ein Prinzip. Und gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, gibt es wirklich so viele Möglichkeiten. Und die hat es ja immer gegeben, dieses Prinzip umzusetzen, zu üben und zu praktizieren. Lasst uns neu unsere Herzen und Augen öffnen, dort, wo Hilfe notwendig ist, auch Hilfe zu leisten. Und manches Mal kann es auch heißen, dass es ja über unser Vermögen ist. Aber unser Vermögen erschöpft noch lange nicht das Vermögen Gottes. Also lasst uns auch heute dieses Prinzip umsetzen, dass wir auch lernen, wieder ganz neu großzügig zu sein. Und damit auch letzten Endes auch unseren Herrn
damit zu ehren und zu verherrlichen. Ich wünsche dir auch wieder einen guten und einen schönen Tag und dir, Alide, einen schönen Geburtstag noch. Servus. Da hat mir ein ganz lieber Freund ein liebes und schönes Geburtstaggedicht geschickt. Aber das ist nicht für mich, denn diese Zahl ist schon hinter mir. Nun, auch das ist ein Gedicht, das, glaube ich, ganz sicher für Alide ein kleines Geschenk sein soll. Wir feiern deinen Geburtstag heute im Kreise all dieser netten Leute. Auf 70 Jahre schaust du zurück, welche du gegangen Stück für Stück. 70 Jahre hat mit großer Macht unser Vater im Himmel über dich gewacht. 70, welch eine köstliche Zahl, so eine gibt es nicht noch einmal. Wer die Bibel fleißig liest und kennt, weiß, dass sie 70 auch oft nennt. 70, man findet sie an manchem Ort in den Büchern hier und dort, also Bibelbüchern. Ne? Will man nach Gottes Worte leben, so soll man dem anderen auch vergeben. Wie oft soll man das am Tag wohl tun? 70 Mal, 7 Mal, ohne Ruhen. Ja, 70 Seelen zählte Jakobs Haus, mit denen zog er gen Ägypten aus. So entgingen sie der Hungersnot. Dort lebte Jakob dann bis zum Tod. Als Jakob dann dort gestorben war, beweinten ihn die Ägypter gar, und dieses Schreibe und Sage taten sie ganze 7 Tage. Als es dann zum Auszug später kam und man den Weg durch die Wüste nahm, mussten sie den Sonnenschein ertragen und sich zudem mit Durst abplagen. Doch Gott sorgte für sein Volk auch dort. Er ließ sie finden einen schönen Ort, an dem genug Wasser für alle war, und für Schatten 70 Palmen gar. Bei dem wichtigen Bundesschluss dann waren zugegen 70 Mann. Sie durften mit Mose hintreten, um gemeinsam Gott anzubeten. Israel baute Gott ein Heiligtum. Doch brauchte es Gerätschaften nun, wobei jede Schale aus Silber war und wog ganze 70 Lot sogar. Die Verantwortung drückte Mose sehr, entkräftet konnte er fast nicht mehr. Gott erhörte sein Bitten sodann und stellt ihm zur Seite 70 Mann. Auch gab es kinderreiche Leute, viel reicher als die meisten heute. Ahab und Gideon hatten sogar ganze 70 Söhne als Kinderschar. Doch gab es schon damals Zeiten, wo die Menschen hassten Gottes Leiten und eigene Wege gegangen sind, so wie ein ungezogenes Kind. Gott musste sie zur Umkehr bewegen und schickte Strafe anstatt den Segen. 70 Jahre währte manche Strafe Zeit, bis das Volk zur Umkehr war bereit. Doch auch in Bezug auf das Heiligtum, welches erbaut ward zu Gottes Ruhm, war ein Gebäude
so kann man's lesen, ganze 70 Ellen tief gewesen. Auch an solcher Stelle findet man sie bei der Bibelstelle der Prophetie. Trübsalszeit wird dort angekündigt, weil die Menschen so sehr gesündigt. Weil die Menschen so viel verbrochen, sprach der Engel von 70 Wochen. Danach wird es Gerechtigkeit geben für die, die in rechter Weise leben. Nun hast du, liebe Mama Alide, gehört und bist hoffentlich nun nicht verstört. 70 ist eine bedeutende Zahl, drum steht sie in der Bibel viele Mal. Die Zahl wird dich nun ein Jahr begleiten, möge der Herr dich darin segnend leiten, hat er schon getan, gell? Erfreu dich an diesem neuen Jahr und lobe den Vater im Himmel dafür immer da.